Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3 vom Remake. Ja, Jill kann es gar nicht abwarten, ich ehrlich gesagt schon, da jetzt reinzukommen. Ich habe mir das Ganze hier nochmal genau angeguckt. Also ich glaube, ich hatte recht, das wird wohl eine Karte sein von den Standorten, wo diese Schalter sind, die man betätigen muss. Ich habe ein bisschen versucht, mir das einzuprägen und denke nicht, dass ich es geschafft habe. Aber ja, ich habe es zumindest versucht. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, ob das jetzt ausreichen wird, so wie wir jetzt da reingehen. Aber wir haben ja glücklicherweise eben nochmal gespeichert. Also wenn wir wirklich sterben sollten, dann ja, dann ist das jetzt halt so. Ich meine, ich denke mal, dass ich auch nicht dieses Spiel durchspielen werde, ohne dass ich sterben werde. Oh mein Gott. Oh, was ist denn das? Das sieht ja. Riecht wie. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Das sieht irgendwie lebendig aus da oben. Für irgendwelche Larven oder sowas vielleicht? Für Riesenkäfer oder. Kann man hier irgendwas einsammeln? Kommt erstmal nichts. Okay, dann können wir erstmal lesen. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, die können einen nämlich trotzdem angreifen, wenn man dann liest. Grüne Kräuter, sie wirken. Ich habe angefangen zu glauben, Chad würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt. Und verdammte Scheiße. Das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschten. Oh, lecker. Ich habe gewirkt wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgetorkelt wie ein Irrer und dann habe ich es gesehen. Ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ja, ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt daran, esst euer Grünzeugs. Ja. Und es werden schon wieder grüne Kräuter angeboten. Das ist, wie gesagt, nie ein gutes Zeichen, wenn so viele grüne Kräuter auf einen Fleck sind. Hier müssen wir wieder. Hätte ich nur meinen Dietrich. Ja. Okay, da zeigt er mir auch noch nicht den nächsten Bereich an. Was ist mit dir? Bist du tot? Oder kann man dich. Kann man dich noch töten? Muss man dich noch töten? Er hat eine Schatulle in der Hand. Das ist schon mal gut. Na, ich glaube, der ist tot. Hier rechts sieht das allerdings nicht so lecker aus. Hm, das sind die Maden. Okay. Oh mein Gott. Die wollen jetzt aber nicht auch noch in meinen Rachen kriechen, oder? Wer Resident Evil Zero mal gespielt hat, weiß, dass Maden nicht immer was Gutes bedeuten. Was haben wir denn hier? Island Dietrich! Oh mein Gott! Ist das geil. Ich habe endlich einen Dietrich gefunden. Hier geht es noch um die Ecke. Ich hoffe, dass da jetzt keine Zwischenfrequenz kommt, weil ich ehrlich gesagt schon. Ich höre irgendwas, aber ich glaube, das ist Strom oder so. Ich würde nämlich ehrlich gesagt schon gerne erst nochmal zurücklaufen und die Sachen öffnen, die wir hier mit dem Dietrich jetzt öffnen können. Oh, bitte lass jetzt auch nichts auf dem Rückweg mir entgegenspringen oder so. Ich höre da trotzdem irgendwas Matschiges. Okay, gut, perfekt. Also, wir haben einen Dietrich. Sehr, sehr geil. Dann schauen wir doch erstmal. Wir tun natürlich die Kräuter erstmal weg. Wir kriegen so unheimlich wenig rote Kräuter. Ich glaube, wir haben jetzt ein oder zwei rote, nee, zwei, glaube ich, rote Kräuter überhaupt erst bekommen. Das ist Wahnsinn. Ja, dann tun wir so lange auf jeden Fall erstmal die Schrot-
und die Kräuter weg, weil ich weiß ja nicht, was wir alles transportieren müssen. Ein grünes Kraut lassen wir mal drin für alle Fälle. Und falls uns doch mal irgendwas Größeres über den Weg läuft, lassen wir das natürlich, also die Schrot auch noch drin. Ich hoffe jetzt aber inständig, dass uns erstmal nichts über den Weg laufen wird. Bei dem Weg zurück. Moment, hier war auch noch was, ne? Dietrich. Perfekt. Und wenn das ein guter, stabiler Dietrich ist, sollten wir den auch immer noch haben. Ja, perfekt. Ich lege den mal nach oben, da muss man nicht so weit klicken. Ich habe nämlich auch Dietrich zu Hause. Nein, ich möchte nirgendwo einbrechen, aber mich hat das Ganze mal echt interessiert. Ich glaube, hier war nichts, ne? Da fällt mir was gerade ein. Die Zombies sind weg. Hä? Okay. Die anderen sind nicht weggegangen. Jetzt macht mir das gerade doppelt Sorgen, dass die anderen nicht weggegangen sind. Hier sind wir, genau. Da kamen wir, glaube ich, her, oder? Da ging es nicht weiter. Oh, was habe ich denn hier rangezoomt? Genau. Jetzt weiß ich nur nicht, ob nicht jetzt zufälligerweise die Zombies rausgestürmt kommen. Sieht aber eher nicht danach aus. Ich vertraue ja noch so ein bisschen darauf, dass da eine Zwischensequenz kommt. Wo die dann, wo man dann sieht, dass diese, da konnten wir nicht, kommt man da eigentlich runter? Nee, ne? Nee, das Auto ist nur so, okay. Dass sie die Dinger umgeworfen haben. Ich freue mich hier gerade so ein bisschen wie ein Schneekönig, dass ich jetzt endlich alles öffnen kann mit dem Dietrich. Der macht mir noch ein bisschen Sorgen hier, der wird wahrscheinlich auch wieder aufstehen. Das war ein Safe Room, ne? Genau. Hier war auch nichts, was ich öffnen konnte mit dem Dietrich. Doch, da. Ha. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber ich glaube, kaputt gegangen ist er nicht. Sondern, oh. Wenn ich überlege, ich bekomme jetzt ein Erste-Hilfe-Spray, bevor ich da reingehe, da wird bestimmt irgendwas richtig, richtig Böses drin sein. Ja. Ich meine, so habe ich absolut keine Probleme mit dem Ganzen, ne? Also, aber wenn ich weiß, da kommt jetzt irgendwie demnächst was Größeres. Wenn ich das dann gemacht habe, denke ich mir, ach ja, war ja gar nicht so schlimm. Meistens zumindest. Aber, ja, hier war auch ein Vorhängeschloss, ne? Moment, das ist die Richtung, die ich gucke. Aber nicht rechts. Muss ich da drum herumlaufen? Hatte ich dich schon getötet? Ja, ne? Nee, hier? Auf der anderen Seite. Ach, hier, ja. Ja, du sollst es öffnen. Du sollst dich dagegen hauen. Oh, da ist was. Sehr schön. Dann haben wir noch einen zweiten gefunden. Und noch ein Schmuckkästchen. Sehr geil. Dann können wir also den letzten jetzt auch hoffentlich einsetzen. Ja, es ist der letzte Stein. Ich meine, war jetzt natürlich keine große Überraschung, weil da immer Steine drin waren. Irgendwas habe ich hier gehört, aber hier geht es eigentlich nicht weiter. So, Bobbing Head Dolls. Ihre Charlie-Figur. Die originale Charlie-Figur basiert auf dem Konterfei des Gründers von Toy Uncle, Charlie McBergen, und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Diese von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von Hand gefertigte Figur in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie seinen Platz als geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stößen. Natürlich, wir nehmen immer nur das Messer. Wir nehmen extra nicht die Pistole, um keinen Schuss zu verschwenden. Wobei ich denke, dass das wahrscheinlich nur in der normalen Version wichtig sein wird, dass wir halt keinen Schuss verschwenden.
So, Moment, da können wir jetzt auch noch rein. Da können wir, glaube ich, jetzt wieder zurück, ne? Gute Zombies, brave Zombies, ihr wollt alle nicht mehr aufstehen. Hoffe ich zumindest. Ich meine, am sichersten ist es natürlich immer, den Kopf wegzublasen. Dann stehen sie wirklich nicht mehr auf. Da war nichts. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Habe ich nicht hier irgendwas gehabt, wo man was... Das war die Truhe. Hatte ich noch was zum Weg... Ach so, nee. Ach ja, das müssen wir noch eben machen. Dann haben wir eventuell wieder was zum Weglegen. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Wahrscheinlich wieder eine Handgranate oder so. 1000 Handgranaten hier drin. Sehr schön. Ich bin ein Urgestein. das sind aber noch nicht alle, oder? Wir können theoretisch noch die vierte Reihe frei machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die brauchen wir dann auch nicht wegzumachen. Im Gegenteil. Haha. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Rätsel schon mal komplett gelöst. Ah, hier war das. Das hatte ich im Kopf. Okay. Was haben wir denn hier drin? Flintenmunition. Ja, gut. Das hat der... Achso, nee, kann er nicht zusammen gemacht haben. Hatte ich nicht drin. Okay, dann tun wir die erstmal... Ich weiß nicht, ob der die jetzt automatisch kombiniert. Da sind 7 drin. Ah ja, doch. Perfekt. Kombiniert der automatisch. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich meine, in dem Bereich, wo wir angefangen haben, wäre auch noch was gewesen, was ich mit dem Dietrich aufschließen müsste. Die läuft hier so lahmarschig die Treppen entlang und alles, ne? Gute Zombies, brave Zombies. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht neu hier reinkommt. Da ist verschlossen. War hier unten vielleicht irgendwas, was man noch ausschließen konnte? Hinten auch nicht. Ich hab Hallo. Carlos geschickt, die Schienen frei zu machen. Ja, habe ich schon mitbekommen, ne? Gibt ihm auch Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so auf mich steht. Das waren einfach nur typische Matschsprüche. Den Kopf frei bekommen, also ehrlich. So, hier können wir nichts machen. Da kommen wir jetzt wieder zum Anfangsbereich natürlich. Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht irgendwas... Ach so, da kommen wir nicht mehr rum. Das war jetzt doof. Das war ja von Anfang an abgeschlossen, stimmt ja. Aber wir können durch den Donutladen, glaube ich, nochmal durchgehen. Und da auf der anderen Seite 2 oder so aufschließen. Ja gut, aber ich meine, besser man guckt hier nochmal nach und vergisst dann nichts, was man eventuell nochmal gebrauchen könnte. Als wenn man jetzt nicht hier rumläuft und dann die Hälfte liegen lässt. Das wäre dann natürlich auch doof. Und gerade wenn wir dann in der normalen Version spielen, ist es natürlich wichtig. Also, was heißt vielleicht? Also in der schweren sowieso. Hier war auch nichts mehr so zum Aufschließen oder so, ne? Nee. Dass man dann auch wirklich alles abläuft, was man noch kann. So. Brauchen wir erstmal noch nichts reinzulegen. Ach, ich sehe gerade, das sind alles Leichensäcke hier. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da war so viel Action. Guten Tag, Herr Zombie. Wo kommst du denn her? Kann ich da noch durchlaufen? Lohnt sich das, da hinzugehen? Oder steht der jetzt da hinten beim Onkel? Hm. Den habe ich gar nicht gesehen. Oder ist der jetzt neu, seit ich hier zurückgelaufen bin? Da steht er echt dazwischen. Ja, lassen wir ihn mal stehen, ne? So, die Tür ist offen. Jetzt gucken wir nochmal eben auf der Karte am besten. Das ist alles offen. Beim Donutladen ist noch ein einfaches Schloss. Dann gehen wir doch da eben mal hin. Die liegen ja auch alle noch. Das heißt, die werden wahrscheinlich später... Tauchen die nicht später auf,
Also stehen die nicht später auf, wenn ich mit Nemesis, beziehungsweise wenn ich vor Nemesis flüchtend durch die Straßen laufe hier? Das war doch hier hinten, oder? Da ist es doch. Das habe ich jetzt so noch im Kopf. Also zumindest beim Original. Da musste man ja irgendwann von Nemesis abhauen, durch die Straßen laufen. Und wieder eine Handgranate. Yay. das war der Speicherraum. Ja, da können wir mal kurz die Handgranate loswerden. So. Das ist gerade mal eben die Orientierung. Da bin ich reingekommen. Dann gehen wir hier weiter. So, da ist alles aufgeschlossen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht im U-Bahn-Büro eventuell noch was war, was man aufschließen konnte. Ach ja, hier hinten, glaube ich, ne? Genau, das habe ich noch im Kopf gehabt. Sehr geil. Dann haben wir wieder was. Was auch immer es ist. Flintenmunition. Freue ich mich immer sehr drüber. Macht mir aber auch ein bisschen Angst, dass ich da gerade so viel von bekomme. Weil das, man darf ja auch nicht vergessen, man kriegt den Schlüssel ja erst. Ach so, das kann ich bestimmt benutzen, wenn der Strom wieder dran ist. Ja klar. Und dann könnten diese Idioten hier vielleicht nochmal aufstehen. Moment, war hier in einem Raum noch was zum Aufschließen? Mir jetzt gerade. Doch, da war noch was. Man darf ja nicht vergessen, dass wir jetzt erst hier reingekommen sind, seitdem wir da durch dieses komische. Oh, schon wieder ein Erste-Hilfe-Spray. Durch dieses komische, ja. Käfergebilde, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Durchgegangen sind. Und ich vermute, dass das dann wohl heißt, dass wir jede Menge Heilung und jede Menge Patronen brauchen. So, Apotheke. Da war, glaube ich, nichts mehr drin. Hier können wir aber noch oben rumlaufen. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht rumgegangen, ne? Machen wir das doch mal eben. Okay. Pistolenmunition. Tschüss. Kann ich jetzt sehen? Nee, jetzt kann ich immer noch nicht sehen, wie der Raum danach aussieht. Okay. Gerade sagen, hier ist auf jeden Fall noch jemand drin. So. Ich schätze, das war jetzt der einzige, oder? Waren auf jeden Fall zwei ziemlich geile Kopfschüsse jetzt gerade. Habe ich schon länger nicht mehr erlebt. So, was haben wir hier? Da brauchen wir einen Code für, okay. Ich hasse es. Ich weiß nie, wo die Codes sind. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine Riesenladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Okay. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. Okay. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquacure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Aquacure-Königin, okay. Was ist das?
Schießpulver nehmen wir immer gerne. Kann ich ja draufdrücken, ne? Die Geräusche machen mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber bei denen habe ich beide. Ach so, die Geräusche. Hallöchen. Tschüss. Das ist ja mal cool. Gut, den habe ich aber beide den Kopf weggefetzt. Also da durfte jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Zombie. Und es ist kein Zombie, es ist so ein Ding hier. Da gehe ich jetzt ganz raus. Weil da hinten war noch eine Tür. Okay. Ja gut, da will ich jetzt erstmal noch nicht durch. Weil ich möchte gerne durch die zweite Tür durch. Die war draußen, ne? Ach, da war gar keine Tür. Okay. Na gut, dann gehen wir mal außen durch. Habe ich jetzt eigentlich... Doch, die Schrotflinte habe ich dabei, falls irgendwas sein sollte. Ich hoffe jetzt nur, dass wir jetzt nicht auf Nemesis treffen. Das wäre nämlich etwas blöd. Ich befürchte allerdings, dass der irgendwo hier oben gewesen ist. Da kommen wir runter. Jim's Crabs, waren wir da schon mal? Ja. Ach, das ist quasi die Abkürzung, okay. Das hört sich hier irgendwie... Das riecht so zombieverseucht. Ich glaube, ich höre auch einen Zombie. Aber ich glaube, auf der anderen Seite... Du bist ein etwas seltsam aussehender Zombie auf jeden Fall. Kann ich auch nirgendwo hinlenken, ne? Lauf! So, dann habe ich den ersten auch schon mal abgefackelt. Ich dürfte nur, glaube ich, jetzt noch nicht da durchgehen. Weil sonst wäre ich auch dran gewesen, glaube ich. Okay. Gut, einmal Schießpulver. Sehr gut. Moment. Ich wollte aber nochmal zurück. Ach nee, da war nur die Sache mit dem Safe, ne? Genau. Ja, dann muss ich jetzt U-Bahn-Unterwerk. Nee, das ist die Garage. Da haben wir es denn jetzt schon wieder, meine Damen und Herren. Die Gameplayerin hat null... Ahnung, wo sie eigentlich immer wieder rumläuft. Doch, aber ich muss doch jetzt an den Zombies vorbei. Da steht zwar Garage drin. Wenn ich jetzt da runtergehe, dann kommen die bestimmt rausgesprungen, oder? Na, noch nicht. So, was habe ich denn jetzt hier noch drin? Genau, das Zeug kann ich erstmal reintun. Da kombiniere ich jetzt nochmal mit einem roten Kraut. Das kann rein, das kann rein. Normales Schießpulver, normales Schießpulver. Jetzt haben wir da wieder... So, Moment. Eins, zwei... Zweimal normales Schießpulver, aber wir haben jetzt erstmal so viel. Ich meine, ganz ehrlich,
Wir verstauen das jetzt erstmal. Und das kombinieren wir mit dem anderen. Dann haben wir zwei volle Päckchen. Und das verstauen wir auch. Dann macht er das ja automatisch. Genau, dann haben wir 17 nochmal da drin. So. Da war die Flinte. Bin jetzt doof? Da sind wir reingegangen, ne? Du stehst mir hoffentlich nicht mehr auf. Das war die Tür. Okay. Das war hier rum, meine ich. Da standen die netten Zombies rum, die hoffentlich trotzdem nicht ausbrechen jetzt. Bin mir nie so sicher. Okay, wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. In der Hoffnung, dass jetzt hier nichts anderes mehr hochgeschossen kommt. Wir haben auch jede Menge Munition, was, wie gesagt, nie ein gutes Zeichen... Munition und Heilung, meinte ich eigentlich. Was nie ein gutes Zeichen ist. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Raum rein. Ich würde normalerweise sagen, dass wir... sogar ein Päckchen von den Patronen erstmal verstauen. Da ich aber nicht weiß, was da drin ist. Es ist immer so eine Sache. Ich meine, besser etwas zu viel als zu wenig mitnehmen. Andererseits, wenn man da natürlich viele Sachen findet, ist es auch scheiße. Ich weiß nicht, ob wir den Dietrich jetzt überhaupt brauchen. Ich lasse den erstmal drin. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir jetzt auch Heilung mitnehmen. Also ich nehme erstmal ein kleines Kraut mit. Falls die Gegner da doch nicht so schwer sind. Dann nehme ich nochmal ein gemischtes mit. Ja, so viele gemischte haben wir auch nicht mehr, ne? Also ich hoffe, dass wir da nicht so viele von brauchen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal die Ausgangsposition. Nochmal eben alle Waffen laden. Da ist alles vollständig. Okay, dann werde ich jetzt hier nochmal eben speichern. Nein, ich möchte speichern. Ja, ich wusste ja leider nicht, dass wir jetzt hier den Dietrich bekommen. Ansonsten hätte ich das ja schon in der letzten Folge gesagt. Deswegen müssen wir jetzt hier leider nochmal einen kleinen Cut machen, weil wir gehen nämlich so langsam aber sicher auf die halbe Stunde zu. Und ja, was wir dann wirklich hier hinterfinden, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Jetzt auch wirklich in der nächsten Folge, weil ich werde jetzt nicht mehr zurücklaufen. Ich denke, ich hoffe, ich habe jetzt alles mit dem Dietrich geöffnet, was wir im Anfangsbereich öffnen konnten. Und ja, je nachdem, wie die das Spiel jetzt aufgebaut haben, weiß ich ja nicht, ob wir überhaupt wieder zum Eingangsbereich oder Anfangsbereich zurückkommen. Wenn wir zurückkommen, ob wir denn da noch die Zeit haben, irgendwas zu machen oder ob wir dann die ganze Zeit Nemesis am Arsch haben, kann natürlich auch sein. Deswegen, ja, lieber jetzt erstmal alles mitnehmen und dann im Safe Room sicher sein und dann da die Sachen nochmal rausfischen, wenn wir das denn wirklich brauchen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, im nächsten Video wird es jetzt richtig actionreich. Und ich gebe zu, ich habe auch ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt reingehen soll. Aber ich werde es auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, erst im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.